Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn es ist im Moment ein bisschen schwierig, sich mit anderen YouTubern und YouTuberinnen zusammenzusetzen. Deswegen kam eine wundervolle Idee von Hattie und Hattie und ich haben gemeinsam gegenseitig unser Make-up rausgesucht. Und in diesem Video werdet ihr sehen, was Hattie hier für mich und für uns rausgesucht hat. Ich bin sehr gespannt. Ich ahne Schreckliches. Ich ahne wirklich Schreckliches. Ich habe mich zurückgenommen und nichts gesagt, weil bei manchen Produkten, ihr kennt die Meinung teilweise schon, falls ihr sie noch nicht kennt, werdet ihr sie wahrscheinlich heute hier auch erfahren. Ich bin richtig, richtig gespannt. Ich freue mich riesig über dieses Video und diese Möglichkeit, mit Hattie zusammenzudrehen. Da wir es ja nicht face-to-face machen können, hatte sie eine richtig gute Idee und hat gesagt, wir machen das Ganze per FaceTime. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie Hattie mein Make-up rausgesucht hat. Und dann, und bevor wir loslegen, falls ihr hier neu seid, ich freue mich, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen, ich bin Maxim, ich lade dreimal die Woche hoch, im Moment aber auch gerne einmal ein bisschen mehr für euch. Und ich würde vorschlagen, folgt mir mal einmal zur Schminksammlung und wir rufen Hattie an. So Freunde, wir werden jetzt Hattie anrufen und zwar per FaceTime und dann schauen wir mal, was sie sich hier aussucht. Ich bin ganz gespannt. Hello. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wundervollen. Ich bin ganz gespannt. Ich habe eben schon so ein bisschen erzählt. Es ist schwierig hier bei mir. Die Schränke entsprechen meinem Leben. Es ist ein bisschen unordentlich. Alles gut. Ich muss auch erstmal gucken, wo die Sachen sind. Ich bin nämlich vor kurzem ja umgezogen. Und die Schränke stehen nicht mehr so, wie sie vorher standen. Das heißt, die Foundations sind jetzt da, wo sie vielleicht sonst nicht waren. Okay, ich würde einmal ganz kurz die Kamera drehen. Kamera läuft ja. Einmal da und dann fangen wir, ich glaube, das ist die Primer-Schublade. Nee? Wir haben hier einmal die Primer-Schublade. Ich bin ja eher so ein bisschen Drogerie, habe aber auch ein paar High-End-Sachen mit drin. Wir haben hier Becker, Fenty, der von NYX. Was ist denn dieses immer mit der Kamera ein bisschen nach, ne? Ja, dieses Hard. Das hier, das ist ja. So ein Shape Tape Glow Wand. Ah, wie so ein Highlighter. Ja, Highlighter unter die Foundation, in den Tarte Shape Tape kann man überall mit reinmachen. Ja, dann möchte ich das. Okay. Und dann will ich noch diesen Ordinary Primer benutzen. Den Ordinary Primer, okay. Foundations. Mhm. Oh, auch hier ist wirklich alles mit dabei. Farbtechnisch ist das Ganze ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe auch Farben hier drin, die nicht passen, aber das ist umso spannender. Ja, das ist nicht schlimm. Was ist das für eine Tom Ford in der Tube? Das ist ein Tinted Moisturizer. Nee, ich möchte ein bisschen mehr Drama. Ein bisschen mehr Drama. Burberry habe ich noch. I am Burberry, die kenne ich auch nicht. Dann ist es einmal diese hier, das andere war der Highlighter dazu passend. In der nächsten Schublade, und auch hier ist es genauso kramig wie im Rest. Oh, nimm mal den Wet n Wild. Ich glaube, ich habe den sogar noch nie benutzt. Oh, cool, siehst du? Ich versuche halt so ein bisschen Sachen auszusuchen, die ich selber auch noch nicht benutze. Ah, okay, cool. Also, habe ich, glaube ich, auch noch nie in Kombination gemischt. Ich habe den mir einmal in den Tarte Shape Tape gemischt und das war die Katastrophe meines Lebens. Ging gar nicht. Und den habe ich, glaube ich, auch noch nicht benutzt. Ich habe hier so ein paar lose Puder drin zum Baken. Einmal Chanel Jeffrey, dann eins von Nabla. Sassy Beauty, Charlotte Tilbury. Sassy Beauty, nimm mal das Chanel. Einmal hier, komm. Burberry, Chanel, was los? Das finde ich, das ist so das Spannende, weil Hattie ist ja eher so ein bisschen High-End, ich bin eher so ein bisschen Lower-End. Aber so ein paar Sachen sneaken sich hier dann doch mit rein. Ja, geil. Okay, dann. Hier sind die Bronzer drin. Dann fangen wir mit Bronzer an. Was ist das, wo Pommes drauf ist? Das ist von Rival de Loop Young ein Bronzer. Na, ein Dupe zum Huda Bronzer. Cool, okay. Nimm mal Avon. Avon, okay, das sind so Bronzing. Hier ist das. Okay, dann okay. Highlighter, da habe ich auch ein paar. Ich habe einmal meinen da hinten. Dann habe ich hier ganz viele. Und hier sind auch welche mit drin. Alle von Rafa, Dina, Essence, Milani. Nimm mal den Milani. Und Blushes sind hier auch so ein paar versteckt. Hier ist Benefit einmal. Auch noch ein von Milani.
Essence, der neue Bloom Baby Bloom, Mesa Uda Milano. Dann nimm mal den Essence. Und Highlighter haben wir, Bronze haben wir, haben wir. Ich würde fast vorschlagen, machen wir Augenbrauen auch? Ja, auf jeden Fall. Okay. Das, oh, wow. Die, ja, das ist die Schublade der Schande. Benefit bis zum Umfallen. Ich habe aber auch so ein paar Pomaden hier. Ila Maska. Ja, nimm mal die Ila Maska Pomade. Okay. Wunderbar. Mascara sind hier auch mit drin. Die fliegen hier auch so ein bisschen verteilt mit rum. Catrice, Trended Up, Honest Beauty. Oh, nimm mal Honest Beauty. Die ist so geil. Da ist natürlich noch so ein Primer mit drin. Aha. Und dann machen wir weiter bei den Lippenstiften. Ich habe hier einmal die von Hermes. Die kannst du nehmen. Okay. Ich habe einmal Nude, einmal Orange und einmal so ein Lip Topper Gloss Glitzer Orange. Dann nehmen wir Orange. Orange. Das ist das hier. Das ist. Oh ja. Mhm. Wunderbar. Und dann ein Gloss drüber oder kein Gloss drüber? Ja, doch Gloss. Da habe ich hier die von Dior, die neuen. Oh, die sind der Hammer, die sind oder? Super, ich liebe die. Vor allem diese Farbe hier ist so toll drüber. Ja, meine ist die daneben. Ja, ja, ja. Ansonsten, es fliegt hier alles so ein bisschen bunt rum. Hier so ein bisschen pinker. Das ist ein Liquid Lipstick. Lip Injection von Too Faced. Was ist denn da mehr rechts dieser Tube? Ja, dahinter ist wohl was mit einer. Ja, das ist von Catrice, Dewyful Lips. Ja, kenne ich nicht. Dann nehmen wir das. Mhm. Wunderbar. Und ich glaube, das letzte sind schon die Lidschatten. Okay, da wird es spannend. Hier ist einmal aussortiert frisch. Moonspell. Dann haben wir hier die Tartelette Palette. Moonspell? Die Moonspell ist von Luna Beauty. Von wem war das? Manny MUA. Ah, cool. Okay. Dann die Strawberries and Dream Palette von ihm. Hier ist eher so ein bisschen Drogerie. Die ganzen BH Cosmetics Travel Paletten. Ansonsten habe ich hier auch noch eine Schublade voll mit Morphe Tabletten. Paletten. Oder Jeffrey ist hier auch noch irgendwo versteckt. Der gute alte Jeffrey. Wie findest du die Lila Palette? Furchtbar. Warum? Ich hasse das Packaging. Ich hasse die Farben. Also, was heißt, ich hasse sie? Ich finde sie nicht mehr so gut wie die Blood Sugar Palette. Und du blendest dir da einen Ast. Und für den Preis, nee. Ja gut, Lila ist leider einfach ultra schwierig. Schwierig, schwierig. Karneval habe ich hier oben noch. Dann die, hier, wie heißt das? Die Juvia. Mitchell Palette habe ich hier noch. Mach mal die Juvia Palette auf. Da habe ich einmal diese hier. Ja. Oder einmal diese hier. Ja, nimm mal die Juvia Palette. Ja, die sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich habe die auch noch einmal benutzt. Cool. Sehr schön. Hast du noch Lashes? Ah, Lashes, aber selbstverständlich. Das habe ich mir nicht nehmen lassen hier und das einmal ordentlich zu machen. Ganz dicke Lashes. Ja, so schöne. Was ist das für mein Make-up-Peak-Bällchen? Die habe ich noch nie ausprobiert. Yes, die sind's. Die sehen richtig cool aus. Wunderbar. Ja. Nice. Eyeliner brauche ich gar nicht fragen, bei den kann ich eh nicht. Das würde das Ganze versauen. Aber ich glaube, wir haben es, oder? Ja, würde ich sagen. Sehr schön. Dann würde ich mich vielleicht noch mal melden, wenn ich fertig bin. Mach das. Und dann zeige ich dir den fertigen Look. Okay. Bis später. Ciao. Ciao. Okay. Ihr könnt sehen, ich habe mich gerade einmal abgeschminkt. Deswegen bin ich auch noch ein bisschen errötet. Es ist sehr warm hier oben. Ich habe die Heizung an, weil es unten sehr, sehr kalt ist. Aber das soll nichts zur Sache tun. Hattie hat einige Produkte rausgesucht. Manche habe ich noch nie benutzt. Manche habe ich schon benutzt und finde sie furchtbar. Manche finde ich richtig, richtig gut. Ich habe so eine grobe Look-Idee im Kopf. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen an mit Primer. Und da hat sie sich von The Ordinary den High Adherence Silicone Primer ausgesucht. Der kommt hier in so einer Quetschtube. Und das ist ein Silikonprimer. Und ich nehme wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Ich habe im Moment auch hier vergrößerte Poren und da passt das schon ganz gut. Und das arbeite ich mir richtig schön hier in meine T-Zone ein. Und damit das Ganze nicht hier aufhört, blende ich das Ganze dann noch hier so ein bisschen weiter raus. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie das Ganze gleich aussieht. Freunde, ich sehe aus wie eine kleine Tomate.
Nun gut, deswegen packen wir gleich Foundation drauf. Da hat sie sich von Burberry die Kashmir Foundation ausgesucht, in der Farbe Warm Honey. Die Farbe ist absolut gar nicht meine. Ich habe sie damals bei TK Maxx gekauft, because Team Günstnaus war, als ich die gekauft habe, noch sehr, sehr, sehr Team Günstnaus. Und ich habe, glaube ich, 17 Euro dafür ausgegeben. Und ihr werdet es gleich sehen. Sie ist sehr dick, sie ist sehr matt und sie ist sehr Full Coverage. Und Freunde, ich bete wirklich, dass das Ganze passt. Also es wird niemals passen. Aber wir gucken, dass wir das Ganze halbwegs vernünftig hinkriegen. Wobei, vielleicht hat die Macht das Ganze ja schon ein bisschen länger. Und eventuell kann sie tatsächlich übers FaceTime meine Farbe besser bestimmen als ich. Ich nehme jetzt einfach nochmal so ein bisschen hier rauf und arbeite mir das Ganze ein und ich glaube, ja, okay, wir haben Concealer, vielleicht rettet der irgendwie noch was, aber das ist das Lustige an der ganzen Aktion, deswegen fand ich das auch so eine super Idee. Ich meine, wir können uns nicht zusammensetzen jetzt und ein Video drehen, das dürfen wir nicht und es funktioniert auch nicht und das wollen wir auch einfach nicht, weil es einfach gerade nicht die richtige Zeit dafür ist, aber umso cooler finde ich es, dass wir uns gegenseitig hier so ein bisschen, ja, Content geben, den wir euch dann zeigen können. Und okay, das Schöne ist, ich habe einen Bart und der Übergang zu meinem roten Hals ist dann nicht ganz so ersichtlich, aber ich muss es hier so ein bisschen in die Schläfen einarbeiten. Also die Foundation ist definitiv full coverage und das ist nicht mal die Farbe, die ich habe im Sommer. Also die Farbe hat nie gepasst. Nie. Ich glaube, ich muss auch ein bisschen Foundation an meinen Hals geben, denn, Freunde, das ist definitiv nicht meine Farbe. Ich bin wirklich gespannt, wie das Video von Hattie geworden ist. Ich habe ja auch ihre Produkte ausgesucht. Also schaut auf jeden Fall bei Hattie einmal vorbei. Ich setze euch das Video einmal natürlich unten in die Infobox. Kann ich mir ganz lustig vorstellen. Ich habe nämlich probiert, so ein bisschen Team Günstnaus damit reinzubringen. Das Schöne bei der Foundation ist auch, sie oxidiert auch ungefähr 2 Nuancen. Das heißt also, es bleibt definitiv nicht bei dieser Farbe. Ich kann aber dazu sagen, ich liebe die Foundation wirklich sehr. Ich mag die total gerne, wie sie auf der Haut ist, wie sie den ganzen Tag hält. Tolle Foundation. Teuer, aber wirklich, wirklich gut. Ich habe das Gefühl, so die meisten Luxury Foundations, Burberry, Gucci, sind eher so soft. Tinted Moisturizer, we don't know her. Aber heute haben wir wirklich eine gute Mischung, muss ich schon sagen. Da hat sie wirklich eine gute Mischung mit rausgesucht. Ich glaube, so ist das halbwegs akzeptabel. Und wir machen mal weiter mit Concealer. Und da hat sie sich von Wet n Wild den Concealer, den Photo Focus Concealer ausgesucht. Das ist die Farbe Light Medium, weil die Foundation ist ja jetzt auch wirklich nicht Light Ivory. Ich glaube, ich habe den Concealer noch nie benutzt. Und ihr kennt das. Das Schöne ist, der brightet natürlich jetzt auch hier wirklich alles auf. Und ich probiere damit so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr die Wet n Wild Photo Focus Foundation kennt. Ich liebe diese Foundation. Der Geruch ist aber wirklich sehr, sehr abstoßend. Es gibt die jetzt neu. Ich habe die gestern gekauft. Die müsste jetzt in den nächsten Tagen kommen. Also abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Denn ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist immer so schön zu sehen, wenn Marken mit neuen Foundations rauskommen, wo die erste schon meine liebste Foundation ist. Vielleicht rettet der Concealer ja auch noch so ein bisschen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was sie für einen Look macht, weil Hattie ist ja eher, Hattie ist vom Make-up ganz, ganz anders als ich. Sie ist ja viel, viel zarter und viel erwachsener im Make-up. Aber ich bin gespannt, wie sie mit den Produkten zurechtkommt, die ich hier ausgesucht habe. Farblich passt der Concealer, also er passt nicht, aber für meine Verhältnisse passt das Ganze schon wieder sehr, 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 sehr gut. Und er hat eine echt gute Deckkraft. Okay, ich liebe diesen Concealer, auch in Kombination mit der Foundation. Krass, hätte ich nicht gedacht. Was kostet der? Der kostet vielleicht 3-4 Euro. Ich glaube, wir haben kein Contour-Produkt ausgesucht, deswegen blende ich hier unten nochmal so ein bisschen heller. Dadurch, dass die Foundation ja recht dunkel ist, habe ich eine ganz automatische Kontur. Und ihr könnt schon sehen, wie krass die Foundation oxidiert. Ne? Also es wird halt immer gelber. Ich weiß nicht, ob ich aussehe, als wäre ich gerade im Urlaub gewesen, auf der Sonnenbank oder als wäre ich Dieter Bohlen. Aufgehellt bis zum geht nicht mehr. Und damit das Ganze nicht creased, setten wir das Ganze. Und da hat Hattie sich das Chanel Puder ausgesucht. Vielleicht wisst ihr es, vielleicht wisst ihr es nicht. Das Chanel Puder und ich, wir kommen nicht so gut klar. Also zum Baken ist es wirklich nicht gemacht, finde ich. Ich nehme wirklich das ganze Produkt hier wieder ab. Und dann sette ich nur ganz leicht den Concealer. Also wir baken heute nicht, wir setten einfach nur so ganz leicht. Fällt mir schwer, ihr wisst es. Es settet wunderbar. Es ist ein tolles Puder, nur nicht zum Baken. Und da ich immer bake und das auch schon so automatisch bei mir drin ist, dieses Baken, schwierig. Okay, sieht aber gar nicht schlecht aus. Ich sette nochmal so ein bisschen den Rest meines Gesichtes und
helle das Ganze hier unten auf. Da kann ich auch wirklich gut und gerne einmal baken, das sieht man da nicht, aber unter den Augen, finde ich, sieht das Ganze immer so ein bisschen schwierig aus. Ich nehme mir meinen fluffigen Pinsel, das ist jetzt hier einer von It Cosmetics, das ist der Heavenly Luxe Wand Ball Powder Brush. Da nehme ich mir ein ganz bisschen rein, gehe hier in diesen Deckelchen einmal rüber und dann sette ich so ein bisschen. Ich finde, durch diese... Oh nein! Freunde, wir haben was vergessen. Sekunde, ich sette einmal ganz kurz. Wir haben den Highlighter, den Liquid Highlighter vergessen. Ich hoffe, dass das Ganze noch klappt. Das kommt nämlich hier mit so einem Applikator. Und ich nehme jetzt das mit einem Schwamm auf und platziere mir das hier oben. Das funktioniert. Ach cool. Ich habe nämlich nicht ganz so viel Puder hier aufgetragen. Das ist so ein bisschen Rosé. Welche Farbe ist das denn? A Glow. Das ist schön, wenn man das unters Puder macht. Es funktioniert aber auch überm Puder. Und sie hat ja auch noch einen Highlighter ausgesucht. Gesicht ist einmal gesettet. Und so muss ich sagen, gefällt mir das Ergebnis recht gut. Ich würde weitermachen mit Bronzer. Und da hat sie sich ein spannendes Produkt ausgesucht, was ich so erst einmal benutzt habe. Und das ist von Avon. Das ist das Avon True Glow Bronzing Curls. Das sind so Perlen, so Meteorits. Kenne ich von Guerlain, glaube ich nur. Die haben Glow mit drin. Also das Make-up ist ja schon recht glowy. Es wird noch mehr glowiger. Was ich nicht verstehe bei diesen Dingern, ich habe die Perlen immer in meinem Pinsel. Und jetzt auf den Boden. Und damit gehe ich einfach nur noch mal so ganz leicht hier rüber. So viel Bronzer brauche ich gar nicht. Ihr seht es ja selber. Und ich gehe damit recht grobflächig auch hier über meine Schläfe. Dadurch, dass ich halt jetzt recht viel Highlighter hier habe, hat es das abgenommen? So ganz leicht. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Dieses Produkt, ich mag es nicht, dieses Tarte-Ding. Ich mag es nicht. Auch nicht im Charged Shape Tape. Ich komme damit nicht zurecht. Also das ist jetzt schon echt grenzwertig. Ich hoffe, dass wir das gleich ein bisschen kaschiert kriegen mit Blush und Highlighter. Denn da hat sie sich einmal von Essence den Bloom Baby Bloom Highlighter ausgesucht. Den mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eher so ein Blushlighter. Der hat schon Highlight mit drin. Ich gehe nur ganz leicht mit rein. Das war nicht leicht. Und das packe ich mir hier hin. Eigentlich bräuchte man da keinen Highlighter mehr. Jetzt sehe ich aus, als hätte ich einen Sonnenbrand, weil... Nicht verzagen. Ich blende einfach noch ein bisschen Puder rüber und dann geht das Ganze wieder. Also auf die Entfernung, okay. Ich hole euch jetzt erstmal noch nicht ran. Hier ist noch ein bisschen ungesettet, aber wir geben einfach ein bisschen Highlighter rüber. Highlighter rettet eh immer alles. Das ist das Milani Sunset Glow Strobe Light Powder in der Farbe 05. Und dann nehme ich mir einfach einen fluffigen Pinsel, der ist jetzt hier von Morphe. Und platziere... Das hier hin ist recht dunkel, so ein bisschen auf die Nase und so ein bisschen über die Augenbraue. Und die machen wir jetzt auch. Ich habe euch jetzt mal ein Stückchen näher rangeholt. Also ihr könnt sehen, dass sich das hier so ein bisschen abgesetzt hat, beziehungsweise dieser Tarte Glow Wand, das alles so ein bisschen auseinandergenommen hat. Für die Augenbrauen hat sie sich von Ila Maska dieses Precision Brow Gel ausgesucht in der Farbe Strike. Ich bin ja im Moment eher so auf den natürlichen Brauen. Ich habe das damals nicht gemocht, weil mir das zu natürlich war. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es jetzt wird. Ich hoffe, es passt. Es ist recht dunkel. Und damit gehe ich einfach nur so ganz leicht hier durch und verdichte das. Also ich mache jetzt hier nicht so Insta-Brower oder Insta-Brower. So Insta-Brow-mäßig und dann wirklich nur ganz leicht, um ein bisschen Definition zu haben. Es hat auf jeden Fall so ein bisschen die Lücken gefüllt. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Okay, gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit den Augen. Und da hat sie sich eine Palette von Juvia's Place ausgesucht. So overall gefällt mir das Ganze sehr, 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 sehr gut. Vor allen Dingen der Concealer. Das hätte ich nicht gedacht. In Kombination mit dem Puder, mega. Ich würde jetzt aber weitermachen mit den Augen. Und da hat Hattie sich die Nubian 2 Palette von Juvia's Place ausgesucht. Ich glaube, ich habe die einmal nur benutzt. Und ich weiß auch nicht mehr, wie ich die fand. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie ich mit der Palette klarkomme. Und ihr seid schön nah dran. Und wir schminken jetzt was Schönes. Ich nehme jetzt hier einfach einen fluffigen Pinsel von Morphe und Jeffrey und gehe in die Farbe Morocco rein. Was ich bei den Paletten nicht mag, ist, es ist kein Spiegel drin. Ich muss mir einen extra Spiegel nehmen und das ist immer so ein bisschen nervig. Ich weiß, es ist nicht für viele ein Problem. Ich mag es tatsächlich nicht so gerne, wenn in Lidschattenpaletten keine Spiegel sind. Hat sich aber auch erst so in letzter Zeit ein bisschen entwickelt. Ich gebe mir das hier einfach in meine Crease und ich habe einen Look im Kopf. Es wird ja eh meistens nie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also Farbe kommt gut ab. Ich habe jetzt auch keine neue Base raufgemacht oder so. Ich habe nur eine helle Base und das sieht dann irgendwie komisch aus, wenn meine Foundation so extrem dunkel ist im Vergleich zu der Base. Aber man kann sie gut aufbauen. Das ist ja jetzt erstmal hier so eine schöne Transition Shade.
Ich glaube, ich habe gleich so Summer-Vibes hier. Ich mache den Pinsel auf meinem anderen Auge schon mal sauber. Das ist so ein kleiner Hack, wenn ihr am ersten Auge ein bisschen zu viel Pigment hier außen habt. Geht erstmal mit dem Rest hier auf die andere Seite und blendet hier ein bisschen aus. Und dann habt ihr nicht mehr so viel und dann könnt ihr hier ein bisschen weicher verblenden. Oder ihr nehmt einfach einen neuen Pinsel. Was mir jetzt gerade das erste Mal so auffällt, ist, wie gigantisch diese Pfändchen sind. Das ist krass. Das ist wirklich viel. Wunderbar. Also das Ganze hat recht gut funktioniert. Auf einer weißen Base wäre die Farbe wahrscheinlich noch intensiver rausgekommen. Aber man darf halt nicht vergessen, das ist jetzt auch kein Neon-Orange, sondern das ist eher so ein älteres Backstein. Und nehmen einen etwas flacheren, fluffigen Pinsel und gehen die Farbe Jezebel, ich weiß es nicht. Und gebe mir das hier außen in die Crease und platziere mir das. Das ist ein Anastasia-Pinsel, glaube ich. Blende ich mir einfach noch mit rein für ein bisschen tief, oder? Das ist gar kein Anastasia-Pinsel. Was erzähle ich euch? Das ist ein Sleek-Pinsel. Ich wollte den Anastasia-Pinsel hier. Weil das Schöne bei diesem Anastasia-Pinsel ist, dass ihr die Seiten wechseln könnt. Ganz einfach. Und dann müsst ihr nicht so viel immer auf euren Tisch greifen. Mit der anderen Seite, die bleibt sauber. Ich gehe nur ganz leicht rein und dann verblende ich das hier in das Orange mit rein. Okay, ich nehme denselben Pinsel, gehe in die Farbe Kenia und gebe mir das hier außen hin, einfach, dass ich hier so noch ein bisschen mehr Intensität hier hinten habe. Und die ist super, die Farbe, die ist wirklich gut. Und ich habe kein bisschen Fallout unter den Augen. Perfekt. Dann würde ich mir einmal eine Cut Crease ziehen, Freunde, und bin gleich wieder zurück. Okay, und die Cut Crease ist einmal drauf. Ich gehe jetzt hier hinten nochmal so ein bisschen rüber, um den Übergang hier schön zu haben. Hat sehr, 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 sehr gut geklappt. Also jetzt kommt das auch in diese Sunset-Richtung, so wie ich es mir vorgestellt habe. Blend hier noch so ein bisschen rot rein. Ich habe mir jetzt angewöhnt, erst die Cut Crease hinten zu machen und dann vorne, weil dann das Ausblenden da rein viel, viel einfacher geht, Freunde. Und dann nehmen wir einen flachen Pinsel, das ist jetzt auch einer von Morphe, und wir gehen in die Farbe Nefertiti rein. Das ist dieses schöne Gold. Krass aus. Wunderschöne Farbe. Ist nicht so krass schimmernd, wie ich es gerne hätte, aber funktioniert. Ich mag es ja eher so metallisch, ne? Dann nehme ich die Farbe Ja und blende mir das hier so hinten rein. Dann habe ich den Übergang auch hingekriegt. Zu guter Letzt, Freunde, haben wir einmal Lashes. Und da hat die von Make-Up Geek die Ava Lashes 3D Faux Mink Eyelashes. Sehr, sehr intensiv. Die mache ich einmal rauf, benutze dazu die Mascara von Honest Beauty. Da ist hinten noch so ein Primer dran, auch den hatte sie sich ja ausgesucht. Dann sehen wir uns gleich wieder. Die Lashes sind einmal am Trocknen, die Mascara auch, ich hoffe es hält. Aber wir haben noch einen kleinen Moment Zeit für Lippenstift und da hat sie sich für den Hermes Lippenstift entschieden. Passt perfekt zu dem Look. Sie hatte, glaube ich, den Lippenstift vor den Lidschatten ausgesucht. Deswegen habe ich das Ganze so ein bisschen angepasst jetzt, dass es auch wirklich ästhetisch aussieht. Halbwegs. Abgesehen von der Foundation, ne? Aber das ist dieses Orange und ich liebe, liebe, liebe die Lippenstifte. Es tut mir schon in der Seele weh, das zu sagen, aber ich mag sie gerne. Es ist nichts Besonderes, es ist nicht nötig. Ich mag sie trotzdem. Irgendwie so ein bisschen. Aber wahrscheinlich, weil ich auch 70 Euro ausgegeben habe. Ich würde mich ärgern, wenn sie nicht so gut wären. Das ist ein halbwegs matter Lippenstift. Sie hat aber auch noch ein Gloss bzw. so ein Lip Butter Topper ausgesucht. Und das ist von Catrice, der Joyful Lips. Ich gebe mir den nur so ganz leicht hier rüber, dass ich so einen leichten Gloss-Effekt habe. Es soll jetzt nicht so ultra glossy sein, der hat auch ein bisschen Farbe. Aber Freunde, mega! Und das, Freunde, ist einmal der Look, den Hatice Schmidt für mich in meiner Make-up-Sammlung ausgesucht hat. Ich muss sagen, jetzt hier mal so unter uns, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze wirklich so gut funktioniert. Ich hätte ein paar Sachen anders gemacht. Ich hätte beispielsweise, das war mein Fehler, diesen Tarte Shape Glow Dingsbums, das hätte ich weggelassen. Das brauche ich nicht. Ich würde vorschlagen, wir rufen die Gute jetzt aber mal an. Hello! What's popping? Ooh, I love it! Thank you! Ich finde, in der iPhone-Kamera sieht es aus wie im Real Life. Oompa Loompa is shaking. Im Bild, die Foundation ist 10 Nuancen oxidiert. Ich musste bis hier hingehen. Aber krass. Sieht richtig gut aus. Thank you. So, wir hatten ein, zwei kleine Probleme hier. Aber es hat geklappt. Ich wollte ihn dir einfach noch mal kurz zeigen. Ich finde, es sieht passend aus. Als hätte man sich wirklich
vorher Gedanken darüber gemacht, wie der Look am Ende aussehen soll. Hat die? Iconic. Mega. Toll aus. Hammer Look, ey. Geil. Thank you. Ich würde mich jetzt nämlich auch von euch verabschieden. Vielen Dank, Hatti, dass du mitgemacht hast. Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Auf Hattis Kanal seht ihr das Ganze auch nochmal in der anderen Richtung. Auch da wird es spannend, denn das sind Sachen, die Kombination könnte das Problem auslösen. Hatti, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf.